Hi, mein Name ist Erdin und ihr seid hier bei Blind Life und dies ist ein kleines Video zu meinem aktuellen Problem, was ich habe. Ich habe ja eine hochgradige Sehbehinderung, das heißt, ich sehe dann noch ein bisschen was, aber auch nicht viel. Ich habe jetzt gemerkt, nach einem wirklich noch intensiveren Test, dass halt in den letzten Monaten, in den Wintermonaten gemerkt habe, Herbst-Winter-Übergang, dass ich wirklich abends halt meine Schwierigkeiten habe. Deswegen nutze ich auch den Blindenstock, der ist auch hier irgendwo, ich weiß es gerade nicht, aber ich merke halt, dass wenn ich den Blindenstock am Abend nutze, ich weiß es nicht, ob das jetzt nur eine Einbildung ist, aber ich dadurch dann abends noch schlechter sehe, als ich schon sehe. Was möchte ich damit sagen? Wege, die ich normalerweise auch ohne einen Stock gehe, gehe ich ja jetzt mit, um mir das Ganze zu erleichtern. Und ich habe irgendwie gemerkt, so, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das merkwürdig an. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Und ich habe mir jetzt auch kein Konzept dazu gemacht, um euch das zu erzählen. Sondern ich dachte, ich erzähle es einfach mal so frei raus. Ich habe das letztens gemerkt, ich war in meiner alten Wohngegend und bin da vom Supermarkt zum Bahnhof gelaufen, auch umgekehrt vom Bahnhof zum Supermarkt und umgekehrt und das ohne Stock. Das waren wirklich nur 50, 60 Meter, die ich da gegangen bin, aber irgendwie hatte ich totale Schwierigkeiten. Diesen Weg bin ich letztes Jahr, beziehungsweise Anfang 2016 auch, ohne Stock gegangen. Ja, ich hatte natürlich auch meine Schwierigkeiten, aber irgendwie hat es geklappt. Es war nicht so schlimm wie diesmal. Ich weiß nicht, ob es meinen Augen an dem Tag nicht so gut ging oder ob es mir allgemein nicht so gut ging. Wobei, so schlecht ging es mir nicht. Oder, weiß ich nicht, es hatte nicht geregnet. Regen ist auch so ein Faktor. Bin ich mir unsicher. Ich wollte dieses Thema mal zur Diskussion geben. Wie ist das für euch? Also die, die eine Sehbehinderung haben, wenn ihr mal den Stock nicht benutzt oder wenn ihr den Stock benutzt oder habt ihr da auch so Gedankenaustausch mit euch selber quasi so, sehe ich das jetzt, sehe ich das jetzt nicht, wird mein Sehen schlechter, weil das Auge wird ja in dem Sinne auch nicht wirklich trainiert, weil ja, man kann natürlich sagen, ja, ich konzentriere mich trotzdem aktiv auf die Straße, aber irgendwie ist es ja schon so, dass man sich auch auf den Stock verlässt und das heißt, das Auge weiß, da ist ein Stock oder das Gehirn weiß es. Also von daher, lasst uns mal drüber sprechen in den Kommentaren. Wie geht's euch, die, die ab und zu einen Stock nutzen, ab und zu wiederum nicht? Was glaubt ihr da, wie es mit eurem Sehen ist? Oder bilde ich mir da nur wirklich was ein? So, einfach nur so mal am Morgen zum Denkanstoß. Ich muss jetzt zur Arbeit. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao.